Ja, danke, Stefan. Ich darf Sie, euch alle ganz herzlich im Namen der Stadt München und des Oberbürgermeisters begrüßen, möchte die Gelegenheit auch nutzen, nachdem ja die Stadträtinnen und Stadträte, die dem Thema IT und Digitalisierung aufgeschlossen gegenüberstehen, durchaus überschaubar ist, möchte ich die Kolleginnen und Kollegen begrüßen, die da sind, von der CSU, die Sabine Wehr. Grüß dich. Von der FDP, der Thomas Ranft, nicht zu übersehen. Und ich glaube, der dienstälteste Digitalisierer im Münchner Rathaus, der Heimo Liebig. Grüß dich. Ja, ich freue mich, dass ich hier heute ein paar einleitende Worte sprechen darf. Das Thema Mensch und Technik ist, glaube ich, auch für uns als Politik ein ganz wichtiges. Wir haben in den vergangenen Jahren uns sehr viel mit dem Thema IT und Digitalisierung beschäftigt. Und nicht immer hat es die Stadtverwaltung da auch ganz leicht mit uns. Wir sagen aber auch als Stadtrat, wir haben es auch nicht ganz leicht mit der IT. Es geht ja immer auch ein Stück weit darum, was haben die Menschen davon? Und eine der ersten Leistungen, die online abrufbar war, war der Baumfellantrag online. Und da haben wir uns natürlich auch gefragt, was bringt uns das denn? Wie oft fälle ich denn einen Baum in meinem Garten? Und deswegen ist für uns als Politik, glaube ich, oft der Nutzen, den Digitalisierung bringen kann, gar nicht so offensichtlich geworden. Und das hat sich über viele Jahre hingezogen. Und erst mit der Gründung des IT-Referats ist, glaube ich, so Wind in das Ganze gekommen. Und ich glaube, es ist auch in der Politik angekommen, dass sich da einfach was verändern muss und dass da viel Geld und Ressourcen auch benötigt werden, dass sich Organisation verändern muss, damit da was vorwärts geht. Ich habe ehrlich gesagt kurz überlegt, ob ich heute dieses Grußwort sprechen möchte, weil der Thomas und ich dieses Jahr in den Haushaltsverhandlungen durchaus auch ein Stück aneinander gestoßen sind, weil natürlich es am Ende so gekommen ist, dass er nicht die Mittel und Ressourcen bekommen hat, die er gerne gehabt hätte. Und für uns als Politik ist es ganz schwierig, das auch in unseren Fraktionen zu verkaufen. Ich glaube, das kennen auch die Kolleginnen und Kollegen, dass es ganz schwer ist, dass Dinge, die ja auch sehr lange dauern, häufig in der Entwicklung, uns einen Nutzen bringen, den wir auch noch vor einer Wahl zum Beispiel verkaufen können. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir diese Investitionen tätigen. Ein Thema, was mir dabei ganz wichtig ist, ist so das Thema Bürgerbeteiligung. Ich glaube, wer mal auf einer Bürgerversammlung in München war, das ist ja so das Instrument, was man benutzt, um die Bürger heutzutage zu beteiligen und was man auch schon viele Jahre nutzt, der weiß, wie frustrierend das ist. Da kommen dann 60 Anträge aus der Bürgerschaft. Für die Hälfte ist die Stadt eigentlich gar nicht zuständig. Alle tragen 5 Minuten vor und kurz vor Mitternacht sind dann eigentlich schon alle nach Hause gegangen und da wird dann abgestimmt. Und dann bringt man vielleicht als Bürger seinen Antrag sogar durch und merkt dann aber im Laufe der Jahre, das, was wir da beschlossen haben und wofür ich mich so eingesetzt habe, da ist gar nichts passiert. Und das sind, glaube ich, oft sehr frustrierende Erfahrungen mit Bürgerbeteiligung. Und deshalb sehen wir, also auch meine Kolleginnen und Kollegen, die heute da sind, eine Chance darin, Bürger anders zu beteiligen. Und deswegen ist auch das Thema digitale Bürgerbeteiligung für uns total wichtig. Und ich glaube, da wird auch im nächsten Jahr sehr viel passieren. Und trotzdem ist natürlich auch die Frage, wie beteiligen wir die Menschen dann und wen beteiligen wir und in welchem Ausmaß? Ich glaube, da haben ganz viele auch frustrierende Erfahrungen. Ich war jetzt in einem Wettbewerb zur Entwicklung des Münchner Nordostens, wo ja eine Stadtentwicklungsmaßnahme stattfinden soll oder auch nicht. Da gehen die politischen Meinungen auseinander. Und eigentlich hat man die Bürger immer beteiligt nach dem Motto, wollt ihr das oder wollt ihr das nicht? Aber eigentlich müssten wir als Politik den Rahmen vorgeben, in welchem Ausmaß Beteiligung auch möglich ist. Weil wenn wir immer suggerieren, dass alles möglich ist, dann sind die Bürger enttäuscht, wenn sie am Ende merken, da geht gar nichts. Und deswegen wird es auch total wichtig sein, wenn es einen digitalen Bürgerhaushalt gibt, wenn Menschen
Anträge online stellen können und dann dort auch sehen, was damit passiert, dass am Anfang klar gemacht wird, in welchem Rahmen Bürgerbeteiligung möglich ist, wo auch die Grenzen von Bürgerbeteiligung sind und was möglich ist. Ich glaube, früher war das Leben für uns in der Politik deutlich einfacher. Wir wurden einfach für 6 Jahre gewählt, dann haben wir hier im Rathaus unser Ding gemacht. Es gab zwar eine Presse, die hat darüber berichtet, aber so unmittelbar den Zorn der Bürgerinnen und Bürger mussten wir nicht aushalten. Wenn wir heute irgendwas entscheiden, was irgendjemandem nicht passt, dann kriegen wir das ganz unmittelbar mit über soziale Medien. Und wir stehen da unter einem Druck, schnell reagieren zu müssen, wie das früher überhaupt nicht der Fall war. Und nicht immer ist eine Eile in einem politischen Entscheidungsprozess gut und nicht immer ist es auch gut, auf den zu hören, der am lautesten seine Interessen einbringt, sondern es ist immer auch ein Abwägungsprozess und in einer Stadt mit fast 1,6 Millionen Menschen gibt es eben ganz viele Interessen, an die wir denken müssen. Und deshalb ist dieses Thema Technik und Mensch auch total wichtig, weil es wird keine Frage sein, wie man zum Beispiel digitale Bürgerbeteiligung technisch organisiert. Ich glaube, das wird nicht besonders kompliziert sein. Aber dann sicherzustellen, dass alle Interessen gleichberechtigt gehört werden und dann am Ende auch eine vernünftige politische Entscheidung zu treffen, ich glaube, das wird die große Herausforderung für uns. Und wenn da heute aus diesem Tag auch spannende Ideen rauskommen, einfach zu sagen, das können wir uns vorstellen. Wie beteiligen wir auch die ganzen Menschen, die vielleicht nicht so perfekt Deutsch sprechen? Wenn man zum Beispiel schaut, beim Entscheid zur Steinkohle sind 11% der Münchnerinnen und Münchner zur Wahl gegangen und davon hat dann gut die Hälfte dafür gestimmt, dass das Kraftwerk abgeschaltet wird. Da ist natürlich die Frage nach der politischen Legitimation einer solchen Entscheidung schon eine, die man in den Raum stellen darf. Dasselbe gilt auch für uns bei den Kommunalwahlen. 2014 haben nur 42% der Münchnerinnen und Münchner das Wahlrecht in München genutzt. Und das, obwohl es eigentlich die Wahl ist, bei der man fast am meisten bewegen kann, auch für den Alltag. Und wenn die Digitalisierung und transparentere Entscheidungsprozesse dazu führen, dass wir auch wieder mehr Menschen gewinnen können, die sich an Politik und an politischen Entscheidungen und an gesellschaftlich relevanten Themen beteiligen wollen, ich glaube, dann wäre das für uns alle ein großer Gewinn. Und in diesem Sinne freue ich mich auf den Tag heute, freue mich auf die Meinungen und die Impulse von Ihnen allen und übergebe jetzt das Wort an den Thomas Bönig, der glaube ich, mit seinem Elan und mit seinem Schwung und auch manchmal mit wenig Kompromissbereitschaft der Stadtverwaltung sehr gut tut, weil Verwaltung konnten wir schon vorher, jetzt kommt der Schwung rein. Und insofern uns allen einen schönen Tag und gute Ideen.